Hallo! Heute habe ich ein Unboxing für euch. Und zwar habe ich mir die neue DM-Lieblinge-Box bestellt. Meine Freundin hat mich angerufen, die Box ist verfügbar. Und wir saßen gleich vom Computer und haben uns die Box bestellt. Und sie kam jetzt heute an und ich habe mir gedacht, ich mache sofort ein Video davon. Weil ich bin so aufgeregt, ich will wissen, was da drin ist. Das ist ja diese Wellness-Edition und die Box hat 29,95 € gekostet und es sollen Produkte im Wert von 91 € oder 90 € drin sein. Und jetzt machen wir das ganze Schätzchen hier mal auf. Ich bin so aufgeregt, ey. Wow. Ich hatte noch nie so eine DM-Box, muss man dazu sagen. Ich hatte zwar die Rossmann-Box schon, aber die DM noch nicht. Mach mich mal ein wenig größer. Ich vermute, das ist die Rechnung. Ja, der Lieferschein. Vielen Dank, dass Sie auf DM eingekauft haben. DM Lieblinge, meine Wellness Edition. Und da ist jetzt hier nur so Papier drin. Und da ist die Box. Ich hole sie mal raus. Ach du Schande. Boah, die ist schwer, ey. Oh, ich bin so nervös. Ich zeig sie euch mal. Ich stelle mich mal hin. Also hier sind so Schubdinger. Und hier oben ist so ein Loch, da sieht man auch schon ein Produkt. Ja, und jetzt machen wir mal das erste auf. Boah, ich bin so nervös. Okay, das fand ich jetzt schon ein bisschen enttäuschend. Ebelin Wattepads. Ernsthaft? Okay, es gibt ja noch ein Ding, ne? Aber es ist halt cool, dass es so reinpasst. Naja, okay. Abwarten, es kann ja auch besser werden, ne? Und jetzt das zweite. Oh. Okay. Also da ist so ein Ding mit drum. Und es bleibt auch irgendwie nicht drin. Ich mach's jetzt mal anders. Ich stell das mal hier auf den Tisch. Oha. Also das ist drin und ich sehe als allererstes ein Handtuch. Okay. Drehen wir meinen Stuhl wieder. Oh, wenn ich nicht so nervös wäre, ey. Okay. Ich räume das jetzt mal eins nach dem anderen aus. Und als erstes ist hier Wellness für die Ohren. Das ist bestimmt, ja, da ist ein Angebotscode für Deezer. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. 2 Monate kostenlos. Ich kenne nur Spotify. Bestimmt ist dieser das gleiche. Kann man ja mal testen, wenn es kostenlos ist, ne? Oh, dann geht's weiter. Das ist die Broschüre, wo alles drin ist. Die schaue ich jetzt nicht an. Und als allererstes haben wir hier ein Handtuch. Speziell für die Haare. Ey, cool. Kennt ihr sowas, wo man so drüber und dann kann man so die Haare einwickeln? Das ist ja cool. Sowas habe ich mir letztens schon mal überlegt, ob ich es mir über Wish kaufe. Aber jetzt habe ich eins. Voll geil, ey. Ich nutze einfach mal das Ding hier. Dann geht's weiter. Oh Gott, ich darf nicht reinschauen. Da ist so viel drin. Oh. Mit einer Wärmflasche. Ich muss zugeben, ich habe keine. Das ist ja dann echt cool. Und das Blau finde ich auch wirklich schön und die ist so weich. Also es fühlt sich richtig weich an.
Und bestimmt kann man den Bezug auch abmachen und waschen. Ich mit meinem Waschtick, ne? Steht jetzt nichts. Die ist von Fashy. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt ist mein Siri angegangen. Und weiter geht's. Ich zeige euch, mache ich noch meinen Einblick. Wow, die ist richtig voll. Und zwar Botanicals Fresh Care Safflorblüte reiche Nährung Maske für trockene Haare. Die ist von L'Oreal und die habe ich noch nie gesehen. Oh, die ist die gut. Also ich kenne diese Safflorblüte nicht, aber der Duft ist ja Hammer. Botanische Mixtur mit Safflorblütenöl in einer reichhaltigen Creme für intensive Geschmeidigkeit. Ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Farbstoffe. Es sind 200 ml drin. Geil. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich stelle mal alles da hinten drauf. Dann gibt es was von Balea. Und zwar ein Body Serum. Die sind ganz kalt, die Sachen. Sanft schmelzende Feuchtigkeitspflege für normale bis trockene Haut. Ich habe Angst, wenn ich drücke, dass... Dann kann ich meine Hände wegen eincremen. Boah, riecht das gut. Aber hier steht jetzt kein Duft dabei. Aber das riecht richtig lecker. Hier steht, sieht schnell einstimmen und jetzt habe ich mir Lippenstift auf die Hand geschmiert. Ups. Oh, aber nach was riecht denn das? Mich erinnert das an irgendwas. Also auf jeden Fall riecht es richtig, richtig frisch. Nicht süßlich, sondern so eher blütig, würde ich jetzt mal behaupten. Nach irgendeiner Blume oder so. Boah, riecht richtig, richtig lecker. Dann geht's weiter. Wow, geil! Ein Mikrofaserhandschuh fürs Gesicht. Richtig? Ja, boah, voll cool. Ich wollte eh mal gucken, ob man nicht ohne Abschminkzeug sich abschminken kann, sondern mit sowas, da gibt es ja jetzt im Moment lauter so Tücher. Ich guck mal, ob das damit auch geht. Cool, cool, cool. Dann noch was von Balea, 7 Tage Wellnesskur. Und zwar ausgleichend und verwöhnend für eine strahlend frische Haut. Ah, da ist extra ein Punkt, dass man es auch machen kann. Ah, okay, da sind 7 so Ampullen drin, für jeden Tag eine. Das probiere ich auf jeden Fall aus und berichte dann in einem Aufgebrauch darüber. Weil Feuchtigkeit kann man ja der Haut immer nie genug geben. Ne? Ich habe immer nur Angst, die Dinger hier aufzumachen. Da steht extra, ist extra eine Anleitung dabei. Weil das ja Glas ist, ne? Boah, cool. Da bin ich auch gespannt drauf. Dann ist drin von Garnier Skin Active eine Matcha und Kaolin. Kaolin? Was ist denn das? Maske. Und zwar ist die mit Matcha und Tonerde. Für fettige und Mischhaut. Ich mache ja gerne mal Masken. Die probiere ich auch gerne aus. Und ja, ich hatte noch nie so eine teure Maske. Ich habe ja meistens die Heilerde, ne? Ach, und die ist neu. Dann geht's weiter mit was vom Kneipp. Fußbadkristalle vitalisieren müde und Hornhaut geplagte Füße. Eine Anwendung ist das. Riechen wir mal. Für Diabetiker geeignet. Aber irgendwie, eigentlich ja doch Kneipp immer irgendwie. Aber leider kann ich jetzt nichts riechen. Aber Calendula und Orangenöl riecht ja eigentlich immer gut.
Dann ist was drin, was ich mir auch schon gekauft habe. Und zwar die von Trackle Moon, die Sherry Dingsdabumster Körperpeeling. Und es riecht einfach geil. Also habe ich es jetzt doppelt. Woohoo! Kann man ja nie genug haben, ne? Aber der Geruch ist Hammer. Ich habe es aber leider immer noch nicht probiert. Dann ist was von EOS drin. Und zwar so eine Handcreme. Berry Blossom. Es sind noch viele coole Sachen drin. Ich hatte mal einen EOS Lip Balm. Ich rieche irgendwie nichts. Oh ja, die riecht auch gut. Aber unter Berry Blossom hätte ich mir jetzt was anderes vorgestellt. Aber sie riecht wirklich angenehm. Und ich finde es schön, dass sie so klein ist, weil dann braucht die nicht viel Platz in der Handtasche. Dann ist eine Duftkerze drin von Airwick. Und zwar Zinkstrose und weißer Jasmin. Bin mir gerade unsicher, wie ich den Geruch finde. Irgendwie hat es was, aber irgendwie finde ich es zu intensiv. Ja, ist schon okay. Sagen wir mal, ist okay. Oh, cool, was ist denn das? Ein Massageherz. Ich guck mal, wie es ist. Wie es sich anfühlt. Ich finde es eher nicht so gut. Ah, und das kann man abnehmen. Zur Reinigung. Diese Noppendinger hier. Ich teste es mal am Dennis. Und dann sage ich, wie es ist. Ja. Habe ich aber so noch nie bei DM gesehen. Dann ist von Kneipp ein Badezusatz dabei, offline, da steht drauf Sonderedition. Akazie und Amiris. Oh, das ist zugeklebt. Warum kleben die das zu? Okay. Das ist überhaupt nicht mein Geruch. Das riecht nach irgendwelchen ekligen Kräutern. Ja, das riecht auf jeden Fall nach irgendwas. Also mir riecht es überhaupt nicht. Wer Akazie und Amiris mag, dem riecht es bestimmt gut. Na, jetzt ab. Ja, den finde ich jetzt nicht so gut. Dann sind drin In-Ear-Kopfhörer von Ebelin auch. Von Paradies. Ja, von Ebelin. Kann man immer gebrauchen. Ich schneide ja meine Videos immer mit Kopfhörern. Bin ich mal gespannt, wie die sind, ob die was taugen, weil im Moment habe ich die von Samsung, also die vom Dennis, und die sind richtig gut. Und da bin ich mal auf die gespannt. Zum Glück ist mir was runtergefallen, sonst wäre es ja kein richtiges Video von mir gewesen, ne? Ich guck mal, ob die auch so Lautstärke-Regelungsding an dem Band dran haben. Ja. Und sogar verschiedene Größen. Haben sie dabei. Cool, cool. Das teste ich jetzt dann gleich, wenn ich das Video hier schneide. Weil ich will es ja auch sofort online stellen. Bin ich aufgeregt gewesen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann ist noch was drin von Shames. Eine Hydrogelmaske. Beruhigend. Und es hat zwei Phasen. Wie soll das funktionieren? Ja, auf die bin ich ja gespannt. Das soll man ganz fest nach oben drücken. Ich mache es jetzt nicht, weil ich will es ja nicht machen. Und dann vermischt sich das. Das ist ja geil. Da freue ich mich schon voll drauf.
mir geht der Platz aus. Ich lege jetzt einfach wieder damit rein. Dann ist von Weleda ein Lavendel-Entspannungsöl dabei. Ist es dann Haut, also so ein Körperöl, weil da nichts draufsteht? Okay. Das ist typischer Lavendelgeruch. Also das riecht genauso, wie man sich Lavendel vorstellt. Aber was macht man damit? Ich lese mal kurz. Ich suche mal. Ah, okay. Also das soll man morgens oder abends nach der Dusche auf die noch feuchte Haut auftragen und gut einmassieren. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich den Geruch an mir mag, weil, ja, ich stehe auf so frische Düfte wie diese Bodylotion. Ja, mal sehen. Ich probiere es aber aus, also weil nur Versuch macht ja zu. Und als allerletztes ist dabei ein Bio-Kräutertee mit Mate, Zitronengras und Zitronenverbene. Von Kappa. Natural und fair delicious. Oh je, wo geht der auf? Wo geht der auf? Gleich zerdrückt. Riecht interessant. Erinnert mich auch wieder an was? An schwarzen Tee. Ich finde, riecht leicht wie schwarzer Tee. Aber ich probiere ihn auf jeden Fall mal aus. Ich berichte dann bestimmt in meinen Blogs drüber oder in dem Aufgebraucht oder so. Wie ich die Sachen alles finde. Ich habe mir jetzt mal den Zettel gesucht. Und hier stehen auch die ganzen Preise mit drauf. Ja, ich schau mal, ob ich die Preise unten in die Infobox mit reinschreibe oder mit einblende. Also abschließend würde ich mal sagen, die Box war ganz okay. Für 30 Euro ist es auch sehr okay sogar, weil wenn ich bedenke, dass schon allein die Haarkur 8 Euro kostet und die Kopfhörer 10, bin hier schon fast bei 20 Euro. Habe ich mich sehr gefreut darüber. Am enttäuschendsten fand ich irgendwie diese Kosmetiktücher, aber okay, gehört ja auch irgendwo dazu, ne? Ja. Hab mich sehr gefreut. Ich war so nervös, wie ich den DHL-Fahrer herfahren habe sehen. Boah. Und jetzt bin ich froh, dass ich endlich weiß, was da drin war. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr euch auch schon mal eine DM-Lieblinge-Box gekauft habt. Oder zum Beispiel auch die und wie ihr sie fandet. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich verlinke euch hier meinem Kanal zum kostenlosen Abonnieren und hier oben eins meiner letzten Videos. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Tschüss!